Bei der Tagesordnung hatten wir vereinbart, nach der Pause und dem nicht öffentlichen Teil zunächst den Tagesordnungspunkt 22 vorzusehen. Hier liegen uns Änderungsanträge vor von Bündnis 90 Die Grünen, von SPD, die, wenn gewünscht, zunächst eingebracht werden können. Dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Bündnis 90 Die Grünen würden starten. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde hatten wir vereinbart ein Rederecht für Herrn Wehland als kaufmännischen Geschäftsführer von Dynamo und dann alle weiteren Redebeiträge, die es sich sonst noch anschließen sollten. Also, Bündnis 90 Die Grünen wird Einbringung des Änderungsantrages gewünscht. Herr Schulze, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, sehr geehrte Geschäftsführung der Stadion Dresden Projektgesellschaft und Dynamo Dresden, hallo Herr Wehland. Bei den zurückliegenden Debatten um die Betriebsbeihilfe für die Stadion Dresden Projektgesellschaft und der damit verbundenen Mietminderung für den Spielbetrieb der SG Dynamo Dresden zeigte sich deutlich, dass es offensichtlich nur zwei Arten von Sport gibt, Fußball und alles andere. Bei Dynamo Dresden hat sich laut eigener Aussage und nach den vorliegenden Jahresabschlüssen der letzten Mitgliederversammlungen die wirtschaftliche Situation im Verein deutlich verbessert gegenüber den Jahren 2015 bis 2020, als 2015 damals dann diese zusätzlichen Beihilfen eingeführt wurden. An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Beihilfe immer nur für 2 Jahre bewilligt wird und unter dem Vorbehalt der wirtschaftlichen Situation des Vereins und der Haushaltslage steht. Die laufende Spielsaison verzeichnet eine Rückkehr der Zuschauer ins Stadion und eine damit verbundene, verbesserte Einnahmesituation bei den Ticketverkäufen. Wenn wir jetzt vor diesem Hintergrund und einer Rücklage von ca. 12 Millionen Euro bei Dynamo Dresden eine einmalige Reduzierung der Beihilfe von 1,5 Millionen Euro auf 1 Million Euro für die Spielsaison 22/23 vorschlagen, mit einer Umwidmung der 500.000 Euro für die konsumtive Sportförderung und damit für die Förderung der gesamten Sport- und Vereinslandschaft in Dresden, ist das kein Ausspielen der Vereine gegeneinander, sondern es handelt sich vielmehr um Fair Play und eine Gleichbehandlung im Sport. Wir führen auch keine Neiddebatte, was so gerne von anderen Fraktionen und Kollegen auch hier behauptet wird. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, seit Jahresanfang ist uns als Fraktion aus verschiedenen Gesprächen mit Sportvereinen und der Sportverwaltung einschließlich Stadtsportbund bekannt, dass beim Budget der konsumtiven Sportförderung aktuell knapp pro Jahr 117.700 Euro für die Bescheinigung von Sportförderanträgen fehlt. Hinzu kommen Mittel, welche für noch ausstehende Anträge aus dem Jahre 2022 in Höhe von ca. 200.000 Euro benötigt werden. Das hat zum einen den Grund, dass die Höhe und die Anzahl der Förderanträge in den letzten Jahren durch die Corona-Situation zurückgegangen ist und daher der Ansatz beim Haushalt zu gering angesetzt wurde. Zum Zweiten ist trotz der Erhöhung bei der Beschlussfassung im laufenden Doppelhaushalt 23/24 mit einem Aufwuchs bei den Sportförderanträgen zu rechnen durch gestiegene Energiepreise in den Sportstätten und einen Anstieg der Mitgliederzahlen in den Vereinen und einer Zunahme beim Trainingsbetrieb durch den Wegfall der Corona-Einschränkungen. Das macht ca. fast 500.000 Euro aus für die Jahre 22, 23 und 24, was ja praktisch dann deckungsgleich wäre mit dieser vorgeschlagenen, von uns beantragten Reduzierung. Eine Verwendung der Sportfördermittel der Jahre 23, 24 für die Bescheidung der Anträge aus 22 vergrößert nur das Defizit, ohne einen Vorschlag aus der Verwaltung vorliegt, bisher zumindest nicht, wie dieses Defizit ausgeglichen werden kann oder auch soll. Aus diesem Grunde bitten wir an dieser Stelle alle Fraktionen noch einmal über ihre Ablehnung unseres Antrages im Sportausschuss nachzudenken und werben an dieser Stelle noch einmal für ihre Zustimmung. Zu den weiteren Themen, die uns als Fraktion im Zusammenhang mit Fußball und Dynamo Dresden sehr wichtig sind, möchte ich noch folgende Anmerkungen geben. Der Bericht zur Gewaltprävention und dem Fanverhalten im Zusammenhang der Ereignisse vom 16. Mai 2021 vom Dresdner Stadion lassen auf eine bessere und weitsichtigere Zusammenarbeit zwischen Polizei, Stadtverwaltung, Verein, Fanprojekt und weitere Beteiligte hoffen, als das in der Vergangenheit bisher stattfand. Die Bildung einer Stadionallianz, wie schon angekündigt, wird von uns ausdrücklich begrüßt.
Das Thema Frauenfußball und der Aufbau einer Frauenfußballmannschaft bei Dynamo Dresden ist in Vorbereitung, so die Aussagen der Geschäftsführung, sowohl sportlich als auch Herrn Wehland dann Geschäftsführung, ist zumindest zu begrüßen. Die dafür notwendigen Änderungen der Vereinssatzung ist in Vorbereitung, so wurde uns gesagt. Für eine erfolgreiche Abstimmung in der Mitgliederversammlung drücken wir Ihnen die Daumen. Dass Frauenfußball kein Nebenthema mehr ist, hat die Frauenfußball-EM im vergangenen Jahr gezeigt. Auch das im Dresdner Stadion ausgetragene Länderspiel Deutschland-Frankreich hat eine spielerisch und von Fairness geprägte Partie bei erstklassigem Fußball gezeigt. Auch die Atmosphäre im Stadion war wirklich beeindruckend gewesen. Wer dabei gewesen ist, kann das durchaus auch bestätigen. Auf die Frauenfußball-WM dieses Jahr in Australien und Neuseeland im Sommer diesen Jahres dürfen wir uns auch schon alle freuen. Dynamo drücken wir die Daumen für die laufende Spielsaison. Die letzten Spielergebnisse lassen zumindest hoffen, dass es wieder besser wird. Ansonsten hoffen wir, dass die Mannschaft sehr bald wieder in die zweite Bundesliga zu spielen kommt, dann, was uns auch eine ganze Menge Geld sparen würde. Aus diesem Grund bitten wir um Zustimmung zu unserem Antrag und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Sturm macht den SPD-Antrag. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Wehland, ich freue mich, dass Sie heute auch persönlich anwesend sind und ich möchte kurz etwas zu unserem Antrag sagen. Im Großen und Ganzen, inhaltlich sind wir sogar mit den Grünen beieinander, uns unterscheidet nur eines, nämlich wir stehen insbesondere, nachdem wir intensive Gespräche mit Herrn Wehland geführt haben, nicht nur als Fraktion, sondern auch gemeinsam mit der Partei, absolut hinter Dynamo. Herr Wehland hat uns aufgezeigt, warum diese Unterstützung so wichtig ist und auch noch existenziell sein wird für die kommenden Jahre. Und wir haben uns als Fraktion dafür entschieden, auch diese beiden Sachen getrennt zu betrachten, lieber Thorsten, nämlich die Sportförderung und die Unterstützung für Dynamo. Im Gegenteil, finanziell steht in unserem Antrag noch drin, dass wir 150.000 Euro gern zusätzlich noch gegeben hätten, nämlich für Gewaltprävention. Darüber hinaus beinhaltet unser Antrag ebenfalls, ähnlich wie der von den Grünen, den Verein aufzufordern, mehr gegen Gewaltprävention zu tun, entsprechende Allianzen zu verstärken und natürlich den Frauenfußball zu unterstützen. Ich bitte hier nochmal im Namen meiner Fraktion um Zustimmung. Herr Wehland, uns hat auch die Nachricht erreicht, dass Sie auf absehbare Zeit die Stadt wieder verlassen werden. Wir möchten als Fraktion nochmal unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, auch dass Sie sich jederzeit die Zeit genommen haben. Das haben wir so in der Vergangenheit nicht oft erlebt, weil Sie standen immer Rede und Antwort im Ausschuss. Und auch das wünschen wir uns, das möchte ich auch nochmal zum Ausdruck bringen, von einem nächsten kaufmännischen Geschäftsführer. Und an dieser Stelle möchte ich persönlich vielleicht auch hier sagen, für unsere Fraktion, Ihnen dann, wenn es dann soweit ist, alles Gute und herzlichen Dank. Damit, wenn auch nur bedingt sind, die Anträge eingebracht. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Ich hätte gesagt, Bündnis 90 Die Grünen beginnen. Herr Schulz, nochmal das Wort gewünscht oder sagen Sie, ist erledigt, habe ich auch so interpretiert, ja. Dann setzen wir fort mit Fraktion Die Linke, Herr Schäubach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich will direkt mal deutlich beginnen. Das, was wir gerade hier gehört haben von den Grünen, das ist nicht nur unredlich, dieses Vorgehen, es ist auch dumm. Warum ist es unredlich? Ich will zurückblicken auf die vergangenen Monate im Sportausschuss. Da kam von den Grünen ein Antrag, zunächst diese Vorlage zu vertagen, um die Dynamo-Geschäftsführung zunächst anzuhören. Das hat auch eine Mehrheit im Ausschuss gefunden. Und noch bevor die Dynamo-Geschäftsführung im nachfolgenden Ausschuss angehört wurde, kam ein Antrag der Grünen, die Betriebsbeihilfe für das Stadion um sage und schreibe ein Drittel zu kürzen, noch bevor die überhaupt angehört worden sind. Da merkt man die Absicht und ist verstimmt. Da stand die Entscheidung fest, bevor wir sie angehört hatten. So viel zum Thema Redlichkeit. Und jetzt zum Thema, was ist hier zu tun? Wir haben
Wir haben ja gerade gehört von Herrn Schulze, er wünsche Dynamo alles Gute. Ja, wenn das so ist, wenn man Dynamo Dresden den Aufstieg wünscht, dann sollte man diesen Club unterstützen und nicht schuhriegeln mit Anträgen, die auf Kürzung gerichtet sind. Und man muss im Übrigen auch kein Dynamo-Fan sein. Man muss Dynamo überhaupt nicht mögen. Aber wenn es darum geht, was ist denn finanziell gut für die Stadt, dann ist es sinnvoll, dieser Vorlage zuzustimmen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Jedes Jahr in der dritten Liga kostet die Stadt Dresden eine Menge Geld. Das heißt, wir haben völlig unabhängig vom sportlichen Interesse ein finanzpolitisches Interesse, dass Dynamo Dresden möglichst schnell wieder aufsteigt, erstens, und zweitens dann hoffentlich auch mal lange Zeit nicht wieder absteigt. Das ist ein großes Problem. Sie sind ja inzwischen eine Fahrstuhlmannschaft geworden und jedes Jahr oder immer wieder haben wir aufs Neue deshalb dieselben Diskussionen. Weitere Bemerkung. Es geht hier ja nicht um einen Zuschuss für Dynamo Dresden. Es geht hier darum, dass der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden mit großer Mehrheit vor anderthalb Jahrzehnten beschlossen hat, wir wollen hier in dieser Stadt ein Fußballstadion bauen, ein modernes Fußballstadion bauen. Das ist passiert. Wir haben also sportliche Infrastruktur geschaffen und wir haben mit dieser Entscheidung gesagt, ja, wir wollen in dieser Stadt erfolgreichen Profifußball haben mit Dynamo Dresden. Und das hat jetzt natürlich auch eine finanzielle Konsequenz, so wie andere sportpolitische Entscheidungen für andere große Infrastrukturmaßnahmen ebenfalls finanzielle Konsequenzen haben. Nur, dass man da eben nicht so lautstark drüber redet, wie das in diesem Fall immer passiert. Und noch etwas. Man kann ja durchaus, ich habe dafür Verständnis, Profifußball auch kritisch gegenüberstehen. Man muss das nicht mögen. Ich bin Dynamo-Fan, aber ich akzeptiere, dass es Menschen gibt, wo die sagen, das ist nicht meins. Aber es ist so wichtig für auch die Entwicklung in unserer Stadt, für die jungen Menschen. Viele, wenn man dahin geht, man sieht das, diese Fußballspieler sind für viele junge Leute, für Jugendliche, für Kinder Vorbilder, was Fair Play betrifft, was Disziplin betrifft, was sportliche Entwicklung betrifft. So, und das ist deshalb sehr, sehr wichtig, dass wir sozusagen hier auch entsprechend in den unterschiedlichen Sportarten erfolgreich arbeiten. Im Eishockey, im Volleyball bei den Damen und eben auch im Fußball bei Dynamo Dresden. Noch eine letzte Bemerkung. Man mischt hier immer so viele Debatten mit hinein. Da gab es gerade wieder die Gewaltdebatte und dann zeigt man immer mit den Fingern auf Dynamo Dresden. Wissen Sie, wir haben sehr unterschiedliche Begebenheiten, die benutzt und missbraucht werden, um Gewalt auszuüben. Zuletzt Silvester in Berlin hatte mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Früher hier in Dresden, Himmelfahrt regelmäßig, bei verschiedensten Gelegenheiten. Das heißt, wir haben es hier mit einem gesamtgesellschaftlichen Problem zu tun. Das sollte man gesamtgesellschaftlich angehen und nicht immer mit Fingern auf einen einzelnen Fußballclub zeigen. Aus den vorgenannten Gründen, ja, Herr Hilbert, ich komme zum Schluss. Aus den vorgenannten Gründen werden wir dieser Vorlage zustimmen und wir drücken die Daumen, und zwar sowohl sportpolitisch als auch finanzpolitisch, dass Dynamo Dresden zügig wieder aufsteigt und dann hoffentlich lange eine Etage höher wieder spielen kann. Vielen Dank. Wird CDU das Wort gewünscht? Eigentlich nie, aber dann doch. Also, auf geht's, Frau Wagner. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Stadtratskollegen. Fange ich jetzt an. Also erstens, wir haben damals, als wir festgelegt haben,
dass wir diesen Zuschuss machen als Stadtrat dazu gestanden und dazu bleiben wir, dabei bleiben wir auch. Deswegen werden wir der Vorlage in unveränderter Form zustimmen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir sämtliche Änderungsanträge, die jetzt noch daran gekoppelt werden sollen, ablehnen werden. Das hatte ich bei der letzten Stadtratsdebatte schon angekündigt, dass wir das tun werden, weil wir es nicht sinnvoll erachten, andere Themen an explizit dieses Zuschussthema im Zusammenhang mit Dynamo Dresden, weil es ist kein direkter Zuschuss an Dynamo Dresden, anzukoppeln, sondern das sollte man isoliert betrachten. Das gilt für das Thema Sportförderung, aber insbesondere auch auf das Thema Frauenfußball. Letztes Mal hatte ich vor allen Dingen über das Thema Frauenfußball gesprochen. Warum ich jetzt aber aufgestanden bin und doch was dazu sage, obwohl unsere Zustimmung zu dieser Vorlage sinnvoll ist, hat folgenden Grund. Denn auch wir als Sportpolitiker waren sehr dafür und haben diesen Vorschlag bei der ersten Lesung der Vorlage im Ausschuss nicht nur mitgetragen, sondern auch gebracht, Herrn Wählend einzuladen, weil wir nämlich genau das, was es gerade von Herrn Scholbach oder von anderen kritisiert wurde, dass man dann schon mit einem Änderungsantrag kam, bevor wir überhaupt mit Herrn Wählend gesprochen haben. Das wollten wir nicht. Wir wollten nämlich in der Tat und wirklich mit Herrn Wählend sprechen, bevor wir diese Vorlage besprechen. Und da ich das war, die das wollte, sage ich Ihnen auch warum. Der Herr Wählend ist ja jetzt auch hier da, aber der Herr Hilbert war nicht im Ausschuss. Und deswegen ist mir das wichtig, das nochmal zu wiederholen. Weil die Sportgesellschaft in Dresden, das ist nämlich das, was wir hören, die wünscht sich nämlich, dass eben nicht nur Dynamo gefördert wird, sondern dass in der Sportförderung auch die Breite der Sportarten und auch die Breite der Sportstätten stärker zur Geltung kommt. Und es wird immer, wenn es um Dynamo geht, kritisch diskutiert. Das wissen Sie, Herr Wählend. Das wissen wir alle. Und das ist auch die Diskussion, die jetzt gerade Thorsten Schulze geführt hat. Und mir ist es wichtig, an Sie noch mal einen Wunsch mitzugeben. Als Sie damals im Sportausschuss waren, wussten wir noch nicht, dass Sie jetzt mit diesem Jahr Ihre Amtszeit bei Dynamo beenden werden. Aber ich bitte Sie heute hier öffentlich, dass Sie Ihrem Nachfolger ins Stammbuch schreiben bei der Übergabe der Geschäfte, das, was ich Sie auch im Sportausschuss gebeten habe. Bitte, lieber Geschäftsführer von Dynamo Dresden, wie er in Zukunft heißen wird, nehmen Sie vor den nächsten Haushaltsverhandlungen im Sinne des Dresdner Sports für die anderen Sportvereine den Hörer in die Hand und rufen Sie Herrn Hilbert an, bevor er den Haushalt aufstellt. Und sagen Sie ihm, lieber Herr Hilbert, wir sind die SG Dynamo Dresden und wir sind uns unserer Verantwortung für den gesamten Sport in Dresden bewusst. Und wir wollen auch was zurückgeben. Und deswegen bitten wir Sie, lieber Herr Hilbert, die investive und die konsumtive Sportförderung bereits im Haushaltsentwurf der Landeshauptstadt Dresden beim nächsten Doppelhaushalt deutlich besser auszustatten, als wie es in den vergangenen Jahren war. Weil, in Klammern, wir profitieren ja auch davon, dass wir ein Trainingszentrum gebaut bekommen haben. Und ja, wir haben damals die Diskussion geführt, ob diese 1 Million zusätzliche Förderung kommen soll oder nicht. Sie ist am Ende gekommen, aber das hat einen Aufschrei gegeben in der üblichen Sportlandschaft. Warum wieder Dynamo? Die 1 Million könnten wir besser gebrauchen, auch in der Zeit jetzt, das war gerade diese ganze Corona-Zeit. So, die 1 Million ist geflossen und das hat wirklich Wellen geschlagen in der anderen Vereinslandschaft. Und deswegen Appell, lieber Herr Wählend, bitte machen Sie das und lieber Herr Hilbert, wenn der Geschäftsführer von Dynamo Sie anruft, schreiben Sie bitte mehr Mittel in die investive und in die konsumtive Sportförderung rein, wenn der nächste Doppelhaushalt bei uns im Stadtrat ankommt, damit wir nie im Nachgang kämpfen müssen. Letztes Mal haben wir 5,5 Millionen rausgeschlagen und das Thema investive Sportförderung gar nie betrachtet. Jetzt haben wir den Salat. Und ich bitte einfach Dynamo, da mitzuhelfen. Deswegen habe ich mich jetzt gemeldet, damit das die Öffentlichkeit hört, aber insbesondere auch Sie, lieber Herr Hilbert. Danke. So, dann setzen wir fort. Mit der SPD wird noch mal das Wort gewünscht, Frau Sturm. Nein,
So, dann FDP, Herr Haase. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das Thema Betriebshilfe für unser Dresdner Fußballstadion, gemeinhin Rudolf-Harwig-Stadion genannt, ereilt uns ja mit schöner Regelmäßigkeit. Wie sollte es auch anders sein bei diesem Vertragskonstrukt, das wir ja selbst hier vor Jahren beschlossen haben? Umso mehr verwundert es, dass jedes Mal erneut eine Art Grundsatzdebatte über Dynamo losgetreten wird, die an den damals beschlossenen Rahmenbedingungen sowieso nichts ändern wird, ja gar nichts ändern kann. Ich fürchte, das wird leider bis 2039, bis die Stadionverträge auslaufen, uns in schöner Regelmäßigkeit immer wieder so gehen. Die Frage ist natürlich, warum ist das so? Vielleicht, weil das Thema Dynamo mit vielen Emotionen, positiv wie negativ, besetzt ist, und einige davon konnten wir gerade schon erleben, und natürlich sich hervorragend dazu eignet, in der Öffentlichkeit zu profilieren. Um es gleich vorwegzunehmen, wir werden selbstverständlich der Verwaltungsvorlage ohne Änderung zustimmen. Das hat übrigens auch der Sportausschuss in seiner Sitzung am 19. Januar getan, mit einer Zweidrittelmehrheit. Damit dürfte eigentlich klar sein, wie das heute Abend hier ausgeht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das eine oder andere dazu noch einmal politisch eingeordnet werden muss. Beginnen wir mal mit den Grünen, die offenkundig glauben, dass ein aus der zweiten Bundesliga abgestiegener Verein im Geld schwimmt und sich künstlich arm rechnet. So ließ sich jedenfalls Thorsten Schulze in den Dresdner neuesten Nachrichten zitieren. Und das hat er ja gerade auch nochmal unterstrichen. Auf die Idee, den Stadionzuschuss um 500.000 Euro zu reduzieren und diese Mittel in die konsumtive Sportförderung zu reinvestieren, hätten die Grünen aber auch schon im Dezember kommen können. Da saßen wir nämlich alle zusammen, zumindest die haushaltstragenden Fraktionen, und haben über den Doppelhaushalt geredet. Und wenn den Grünen dieses Thema ein Anliegen gewesen wäre, dann hätte man das auch durchaus in den Verhandlungen mit einbringen können. Mir ist allerdings keine Initiative der Grünen bekannt, die dies zum Thema gemacht hatte. Denn die erste Lesung im Sportausschuss befolgte ja bereits am 10. November, also es war genügend Zeit, im November und Dezember über dieses Thema zu sprechen. Vielleicht hat man es einfach vergessen, vielleicht gab es andere Prioritäten in der Fraktion, das mag ja so sein. Wie auch immer, jetzt nachzukarten, wo wir mit großer Mühe einen gemeinsamen Haushalt aufgestellt haben, ist unlauter. Kommen wir zur SPD. Von ihr kam der wunderbare Vorschlag, die Stadionzuschüsse abhängig zu machen von zusätzlichen Mitteln für die verstärkte Präventionsarbeit. Zudem sollte die weitere finanzielle Unterstützung an Bedingungen geknüpft werden, wie zum Beispiel die Förderung des Frauenfußballs durch Dynamo oder eine verstärkte Bekämpfung von Gewalt und die Erhöhung der Sicherheit rund um die Fußballspiele der SGD. Prinzipiell sind diese Überlegungen ja richtig. Sie haben nur nichts beim Thema Stadionzuschuss zu suchen. Frauenfußball ist eine prima Sache und das Fußball-Länderspiel im letzten Herbst im Harwig-Stadion hat gezeigt, dass sich gesamtgesellschaftlich betrachtet längst nicht mehr an mein Nischenthema handelt. Aber anstatt Dynamo hier erpresserisch die Pistole auf die Brust zu setzen, sollten lieber die progressiven Kräfte im Verein durch die Kommunalpolitik unterstützt werden, die dies selbst schon längst erkannt haben. Und ja, natürlich müssen wir über Gewalt im Fußball reden. Über die, die diese Gewalt ausüben und über die, die noch immer als schweigende Mehrheit dies zumindest indirekt tolerieren. Der harte, gewaltbereite Kern im K-Block umfasst irgendetwas zwischen 300 und 500 Personen. Diesen darf es nicht immer wieder gelingen, den Ruf des Vereins und damit natürlich auch der Stadt Dresden deutschlandweit zu besudeln. Aber auch in diesem Zusammenhang macht es wenig Sinn, mit erpresserischen Methoden Wohlverhalten zu erzwingen. Gewaltprävention ist wichtig, sollte aber bitte dort durchgeführt werden, wo sie hingehört, in den Kriminalpräventiven Rat, in die Stadionallianz oder in den in Dresden leider immer noch fehlenden Ausschuss Sport und Sicherheit. Aus Sicht der Kommunalpolitik heißt es, die Gutwilligen bei Dynamo zu unterstützen, die bereits verstanden haben, dass der Verein nicht so weitermachen kann wie bisher. Ich habe da volles Vertrauen in die aktuelle Geschäftsführung und auch wenn Herr Wehland uns leider verlässt, glaube ich, dass der eingeschlagene Weg bei Dynamo fortgesetzt wird. Wir als Politikerinnen und Politiker müssen uns mehr um das Thema Fußballkultur in unserer Stadt insgesamt kümmern. Aufgrund seiner Größe und gesamtgesellschaftlichen Relevanz ist Dynamo nun mal nicht ein Sportverein wie jeder andere und auch anders zu behandeln. Das gilt im Positiven wie im Negativen. Wenn wir diesen Grundsatz beherzigen, sollte uns auf absehbare Zeit gelingen, die anstehenden Probleme rund um die SGD zu lösen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Wird Freie Wähler das Wort gewünscht? Bitte schön, Herr Gentschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Wählend, Herr Schollbach, wieder einmal haben Sie mir aus dem Herzen gesprochen. Und ich habe schon eine Reaktion gekriegt, die sehr erstaunt war, wie Ihre Rede war. Aber im Ernst, genau das, was Sie gesagt haben, nur darum geht es heute. Hier geht es nicht um Dynamo, sondern es geht, und das sagt die Überschrift der Vorlage, um eine Beihilfe für die Stadionprojektgesellschaft. Und im Beschlusstext ist klar zu lesen, die Auszahlung der Betriebshilfe setzt die Anpassung der zwischen der Projektgesellschaft und der SG Dynamo Dresden beschlossenen Nutzungsvertrages hinsichtlich der Miete und Pacht in gleicher Höhe voraus. Zur Erinnerung, der Stadtrat hat einen Konzessionsvertrag 2007 zum Bau und zur Betreibung des Stadions mit einem privaten Unternehmen beschlossen. Die Folge war ein komplexes Vertragswerk, das bis heute erhebliche Probleme, man mit Sitz bei den Grünen, beim Umgang in der Praxis sorgt. Eine Folge war eine Miete für den Hauptsponsor Dynamo Dresden, die auch nach einem von der Stadt beauftragten Gutachten deutlich über dem liegt, was die Konkurrenz zu zahlen hat. Aus diesem Grund und nur aus diesem Grund, weil die Miete zu hoch ist, hat der Stadtrat diese Miete durch Zuschüsse immer wieder reduziert. Im Übrigen ist das Geld nicht verloren. Der Zuschuss wird am Ende der Laufzeit des Konzessionsvertrags auf den Kaufpreis der Stadt, den die zahlen müssen für das Stadion, angerechnet. Alle anderen Themen wie Frauenfußball haben bei dieser Vorlage null und nichts zu tun. Seit Jahren reden wir über diese Vorlage. Bis auf die Grünen haben es mittlerweile alle im Rat verstanden. Und ich würde irgendwann mal einen ausgeben, wenn hier zu dieser Vorlage, die wir eigentlich mal durchbeschließen könnten bis 29, nie mehr geredet wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächste Fraktion Dissidenten, Herr Schmillig. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Verantwortliche von Dynamo Dresden. Also und täglich grüßt das Murmeltier, mit dem Unterschied, dass dieses Murmeltier alle 2 Jahre diesen Stadtrat begrüßt, weil wir alle 2 Jahre eine unsägliche Debatte führen, die komplett überflüssig ist. Die Stadt hat sich mit der Entscheidung 2006 für dieses Stadion, mit der Diskussion 2011 über die auch Finanzierung der zu hohen Stadionmiete und mit der langfristigen Festlegung im Jahre 2014, nämlich sich mit den bestimmten Beträgen an der Finanzierung der Miete und des Stadions zu beteiligen, eigentlich längst festgelegt. Und ich begreife es nicht, dass aus mehr oder weniger populistischen Erwägungen immer wieder Diskussionen geführt werden, die eigentlich damit überhaupt nichts zu tun haben. Denn dass wir uns alle 2 Jahre mit dem Thema beschäftigen, hat alleine den Grund, dass wir aus beihilferechtlichen Gründen der EU uns eben damit beschäftigen müssen. Aber eigentlich wir nach dem Prinzip, Vereinbarungen und Verträge müssen eingehalten werden, verfahren müssten. Und von daher ist alles andere eine sachfremde Diskussion. Hier geht es nicht um Sportförderung, sondern es geht ganz konsequent darum, dass der Stadtrat die Konsequenzen, die er selbst geschaffen hat mit seiner Entscheidung des Stadionbaus, auch gefälligst zu tragen hat und nicht so tut, als ob er damit nichts zu tun hätte. Und von daher ist diese Diskussion, wie bereits gesagt, überflüssig. Und ich finde es auch schwierig, wenn die Stadtverwaltung eine Vorlage macht, der Oberbürgermeister sagt, so, jetzt sind wir mal wieder dran, so quasi aus der Hüfte geschossen wird. Das ist in dem Fall passiert. Es geht in der Zusammenarbeit zwischen Landeshauptstadt und auch dem Verein darum, dass auch Verlässlichkeit ausgestrahlt wird. Und Verlässlichkeit hieße, dass wir diese Diskussion, diese unsägliche Diskussion nicht immer wieder führen und uns damit auch Überschriften in der Sächsischen Zeitung wie Stadtrat will Dynamo-Zuschuss kürzen, die ich im Übrigen auch für einen falschen Ansatz halte, weil nicht der Stadtrat wollte kürzen, sondern es gibt Anträge, die dies vorhaben. Abschließend
Wir haben natürlich im Zusammenhang mit der Diskussion um die Gewaltauseinandersetzungen und auch Diskussionen hier in diesem Stadtrat geführt, die im Kontext mit dem Trainingszentrum standen. Aber wir haben uns immer wieder bemüht, auch zum Beispiel beim Frauenfußball gibt es einen Änderungsantrag übrigens meiner Fraktion, die sagt, wir erwarten und hoffen, dass sich Dynamo dieses Themas anlegt und nicht sozusagen so die Daumenschraube, wir zahlen nur Zuschüsse, wenn ihr euch darum kümmert. Das ist ein falscher Weg einer gemeinsamen Kooperation und hat im Übrigen mit dem konkreten Inhalt, den wir hier zu diskutieren und zu entscheiden haben, gar nichts zu tun. Ich plädiere dafür, lassen wir uns unsere Vereinbarungen und unsere Zusagen einfach einhalten und lehnen wir, und deshalb werden wir dies auch tun, jegliche sachfremde Veränderung dieser Vorlage ab. Vielen Dank. Als nächste Rednerin für die AfD-Fraktion, Frau Walter. So, jetzt haben wir mal den technischen Effekt, aber Gott sei Dank habe ich noch einen Papierausdruck. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger und liebe Fans, Mitglieder, Förderer und Unterstützer der SG Dynamo Dresden. Dieses Jahr begeht die SG Dynamo Dresden ihren 70. Geburtstag. Am 12. April 1953 gründete sich der heute knapp 25.000 Mitglieder starke Verein in der Dresdner Schauburg. Am 25. Januar fand dazu die Auftaktveranstaltung statt. Für diejenigen unter uns, die noch keine 70 Jahre oder mehr auf dem Buckel haben, eine gute Gelegenheit, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und an den Erlebnissen, Erfahrungen, Erkenntnissen des Vereins teilzuhaben. Da wurde gesprochen über große Erfolge und ebenso große Niederlagen, übers Hinfallen und Wiederaufstehen, über die Urkraft des Zusammenhalts, über politische Einflussnahmen, insbesondere in der DDR-Zeit aus Berlin und über die Loslösung davon, über den Neuaufbau nach der Wende und das tiefe Traditionsbewusstsein des Vereins, über die außerordentliche Loyalität und Verbundenheit der Fans und Mitglieder mit ihrem Verein und nicht zu vergessen über Fußball. Denn das vor allem anderen ist die Kernkompetenz des Vereins. Wir Fans, zu denen auch ich mich zähle, wollen vor allem eins: guten, sehenswerten Fußball auf dem Rasen sehen und das am liebsten vor heimischer Kulisse in unserem eigenen tollen Stadion hier mitten im Herzen von Dresden. Die meisten Fans wollen weder Politisierung und schon gar keine Ideologisierung, sondern einfach nur mit Freunden und Familien eine schöne Zeit im Stadion haben. Und ich sage es auch deutlich, die vielen im Herzen wahren Fans der SG Dynamo Dresden lehnen Gewalt auch ab. Deren Interesse gilt ausschließlich dem Sport und dem Spiel ihrer Mannschaft. Was passiert, wenn man das außer Acht lässt und den Fokus weg vom Sport auf die Ideologien lenkt, bewies zur diesjährigen WM ja sehr eindrucksvoll unsere Nationalmannschaft. Aber zurück. Was braucht es eben dafür, um erfolgreichen Bundesliga-Fußball zu spielen? Jürgen Weland hat dies auf obiger Veranstaltung oder auf vorgenannter Veranstaltung klar formuliert. Und die Rede, Herr Weland, ich wusste nie, dass Sie da sind, die ist auch schon länger als 4 Wochen alt. 3 große Ks, Konzepte, Kontinuität und Kapital. Wir werden heute hier einen Beschluss zur Zahlung einer Betriebsbeihilfe in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Wohlgemerkt nicht an die SG Dynamo Dresden, sondern an die Stadion Dresden Projektgesellschaft MbH und Co. KG fassen. Ein Beschluss, der auf der Grundlage voranstehender Verträge und Vereinbarungen zur Stadionbetreibung zwischen der Stadt Dresden als Eigentümer des Stadions und dem Verein Dynamo Dresden als Mieter und Nutzer des Stadions zutreffen ist. Im Klartext heißt das, wir investieren gutes Geld in unsere eigene Immobilie, was dem Werterhalt natürlich nur dienlich sein kann. Im Unterschied zu vielen anderen Ausgabepositionen im neuen städtischen Haushalt ist dies eine wirtschaftlich sinnvolle und vorausschauende Entscheidung. Der Betrag von 1,5 Millionen Euro wurde in dieser Höhe auch erst in der letzten Sitzung des Stadtrates im Dezember 2022 getroffen. Der Haushalt war das Ergebnis einer gemeinsamen Vereinbarung der Fraktionen Grüne, Linke, SPD, CDU und FDP.
Nicht einmal 4 Wochen später gilt für die Grünen diesbezüglich wieder mal der Grundsatz, alles vergessen und vorbei. Verträge und Vereinbarungen gelten für alle, nur nicht für uns. Wir peilen also über den Daumen eine 500.000 weniger. Und als Begründung, die konsumtive Sportförderung ist im Haushalt nicht ausreichend finanziert. Ja, da frage ich mich, was Ihnen da im Dezember den Blick versperrt hat. Es ist doch Ihr Haushalt gewesen. Bitte ersparen Sie es den Dresdner Sportverein, sich jetzt als deren Retter aufzuspielen, nachdem Sie diese wissentlich im Haushalt nicht auskömmlich bedacht haben. Aber zurück zu Dynamo Dresden, denn es liegt ja heute noch ein Änderungsantrag der SPD-Fraktion vor. Dieser sieht nun wieder vor, Dynamo mehr Geld zu geben, nämlich ganze 150.000 Euro zusätzlich. Prima, sagt da bestimmt der eine oder andere. Eins versteht die SPD nämlich sehr genau. Mitglieder und Fans von Dynamo Dresden sind nämlich nicht nur die der mächtige 12. Mann Frau auf dem Spielfeld. Nein, es sind auch Wählerstimmen und die braucht man ganz dringend. Aber wenn ich mir das dann so anschaue, wie man hier Äpfel und Birnen in einen Topf haut und die durchaus im Grunde sinnvollen zusätzlichen 150.000 Euro Mittel für Gewaltprävention im Umfeld des Vereins an den Antrag zur Betriebsbeihilfe für die Stadiongesellschaft hängt und das Ganze dann auch noch mit Erwartungserklärungen in puncto Sicherheitsanforderungen, Antidiskriminierung und die Forderung nach einer Frauenfußballmannschaft an den Verein verknüpft, dann ist dies wenig professionell. Machen Sie dazu einen eigenständigen Antrag, dann können wir darüber auch sinnvoll und in die Tiefe gehend diskutieren. Persönlich glaube ich auch, dass die Diskussion über die Zunahme der Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft wesentlich komplexer zu führen ist und die Vereine hier nicht Ursache, sondern Auswirkungsempfänger sind. Dem Änderungsanträgen werden wir nicht zustimmen. Heute geht es hier um die Betriebsbeihilfe. Also zum Schluss. Ja, und darum, dass wir notwendiges Geld an unsere städtische Immobilie geben. Der Vertrag zur Nutzung mit Dynamo Dresden läuft im Jahr 2039 aus und ich baue darauf, dass wir dann nicht nur ein gut erhaltenes Stadion zurückbekommen, sondern auch eine Mannschaft dazu, die unsere Heimatstadt Dresden regional, überregional und hoffentlich auch wieder international mit gutem, sehenswerten, emotionalen und erfolgreichen Bundesliga-Fußball vertritt und begeistert. Vielen Dank. So, meine Damen, meine Herren, dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Und wie wir eingangs festgelegt haben, Rederecht für Herrn Wieland. Lieber Wieland, wir dürfen Sie nach vorne bitten. Auch Sie haben 5 Minuten Rederecht. Und auch nochmal das Dankeschön an Sie für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Insoweit haben wir das schon mit einem weinenden Auge gehört, dass Sie nur noch bis Ende des Jahres da sein wollen. Bitte schön. Ja, danke schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Mitglieder des Stadtrates, erstmal Danke sagen für all das Gehörte, danke für die sachlichen Wortbeiträge, für die Reden, die Sie gehalten haben. Ich erlaube mir die Bemerkung, dass die wirklich positive, sachgerechte Diskussion im Sportausschuss, die wir geführt haben, mein Kollege Ralf Becker war auch dabei für die sportliche Seite, erfolgreich war, denn ich habe vieles von dem wiedergehört und die Argumente, die Sie damals gebracht haben, vereinen uns auch eben in unserem Denken und uns auch in unserem Handeln. Deswegen keine Grundsatzrede heute, es ist fast alles gesagt, ich möchte nur ein paar ganz wenige Punkte ansprechen. Und zwar einerseits möchte ich mich natürlich auch bei Frau Sturm bedanken, also der Dank geht auch an Sie zurück. Ja, und möchte noch eine kleine Korrektur vornehmen. Ich werde die Stadt nicht verlassen. Ich bin ein Kind dieser Stadt und bleibe auch in dieser Stadt. Bin zwar erst wieder 2 Jahre hier, aber heimisch geworden und freue mich auch, dass das so wunderbar geklappt hat. Bin wunderbar aufgenommen worden. Das nur als kleiner Exkurs auch im Privaten als Bürger dieser Stadt. Und damit möchte ich die Brücke zu Frau Wagner schlagen. Würde ich mir wünschen, dass das Thema Frauenfußball programmatisch angegangen wird. Und wenn ich da etwas tun kann, auch ab Januar, dann jederzeit gerne, denn das Thema ist unterstützenswert. Aber eben, wie schon gesagt wurde, außerhalb von den Diskussionen um die Infrastruktur von Borea, des FFC Fortuna oder eben auch Dynamo Dresden. Auch dazu haben Sie bereits alles gesagt. Und ansonsten, Frau Wagner, ist der Appell auch angekommen. Und natürlich werde ich Herrn Hilbert gerne ansprechen und anrufen. Wir sind aber eh im engen Kontakt und tauschen uns zu vielerlei Themen
aus, wenn ich das an dieser Stelle auch sagen darf. Abschließend vielleicht noch einmal, lieber Herr Schulze, nur eine kleine Korrektur. Wir haben intensiv, auch mit Herrn Hans ist heute auch hier, über das Thema gesprochen. Natürlich verfügt Dynamo Dresden aufgrund vielerlei Maßnahmen über 10,2 Millionen Euro Eigenkapital und dieses per 31.12.2022. Dieses Eigenkapital sichert die Investition in das Trainingszentrum ab, über das gesprochen wurde, wofür auch noch einmal 1 Million, vielen Dank dafür, aber auch nochmal 21 nochmal beschlossen wurden. Es ist so, dass diese Mittel für Investitionen bereitstehen, für weitere Investitionen in Infrastruktur, die dringend erforderlich sind, aber eben auch um die Zukunftsfähigkeit von Dynamo Dresden, die gerade noch mal erwähnt wurde, auch abzusichern und eben nicht in den laufenden Haushalt fließen sollen, wie Sie es vielleicht nennen würden. Wir haben viele Dinge auf den Weg gebracht in dieser Zeit. Als ich gekommen bin, hatten wir einen Jahresfehlbetrag prognostiziert von minus 5,8 Millionen aufgrund von Corona. Wir sind mit minus 880.000 aus dieser Saison gegangen. Wir haben in der zweiten Liga einen Gewinn gemacht von 1 Million, der auch zu diesem Eigenkapitalaufbau wieder geführt hat. Und wir werden in diesem Jahr die auf der Mitgliederversammlung vorgestellten rund 4,5 Millionen Jahresfehlbetrag, die geplant wurden nach dem Abstieg in die dritte Liga. Auch dazu ist etwas gesagt worden. Wir schwimmen nicht im Geld nach dem Abstieg, ganz im Gegenteil. Diesen Betrag konnten wir senken aufgrund von Einsparungen, die ich im Sportausschuss erläutert hatte, auf minus 1,2, also rund 4 Millionen weniger. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist verdammt harte Arbeit, die wird hier honoriert. Dafür bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Und verspreche Ihnen auch, das Thema mitzunehmen, weiterzugeben an meinen Nachfolger. Noch bin ich da. Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten in der Runde, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die offenen Formen der Zusammenarbeit. Als ich gekommen bin, hatte ich keine eigene einzige Handynummer von Ihnen. Jetzt habe ich ganz, ganz viele, konnte mit vielen sehr, sehr viele konstruktive Gespräche führen. Vielen Dank dafür. Und wenn ich noch einen abschließenden Wunsch äußern darf. Ich habe die Stadt wahrgenommen als sehr verlässlichen Partner. Bleiben Sie dies auch und stimmen Sie im Sinne von Dynamo Dresden und damit im Sinne von Dresden ab, denn wir haben 25.000 Mitglieder. 25.000 Mitglieder sind damit einer der mitgliederstärksten Vereine, nicht nur in der dritten, sondern auch in der zweiten Bundesliga und auch der Bundesliga. Und die Anzahl der Mitglieder ist letztendlich Ausdruck der gesellschaftlichen Verankerung eines Fußballvereins in seiner Stadt. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich und sage, es war mir eine Ehre und bis bald. Danke. So, vielen Dank, Herr Wehland. Und wir steigen ein in weitere Wortmeldungen. Frau Filius-Jena hat sich gemeldet und Frau Frohwieser. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich oute mich jetzt mal als absolute Dynamo-Fan. Ich verfolge das jedes Wochenende ganz gespannt. Das ist einer meiner ersten Blicke ins Handy, wenn ich weiß, wann gespielt wird. Wie steht es? Wenn es irgendwie geht, gehe ich auch ins Stadion. Manche von Ihnen habe ich ja da auch schon getroffen. Also ganz sicher gehöre ich nicht zu denen, und da gibt es in meiner Fraktion eine ganze Reihe, die sich nicht darüber freuen, dass Dynamo jetzt auch wieder spielerisch so im Aufwind ist, dass man ja tatsächlich die Daumen drücken kann, dass es vielleicht klappt mit dem Aufstieg. Ich bin jetzt tatsächlich noch mal in die Bütt gegangen, etwas salopp ausgedrückt, weil ich das noch mal aufgreifen wollte, was Frau Wagner ja auch gesagt hat. Sie hat die Wünsche geäußert, wie es bei den nächsten Haushaltsberatungen sein sollte und dass man da eben im Vorfeld schauen sollte, wie sieht es da mit der Sportförderung aus. Ich nehme auch auf, was Frau Wagner gesagt hat, dass das vielleicht auch ein Part von Dynamo selber sein könnte, uns da zu unterstützen, dass man auch den Breitensport entsprechend mit im Blick hat. Und deswegen möchte ich jetzt mal sagen, ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Es zeichnet sich ja eine absolut breite Mehrheit für diese Vorlage ab. Dass meine Fraktion zu einer anderen Abwägung gekommen ist, ist ganz legitim. Und jetzt gucke ich schon mal zu Herrn Scholbach rüber, der sich gerade vorhin aus meiner Sicht von seiner gewinnendsten Art gezeigt hat in der Rede, die ja in erster Linie an die Grünen gerichtet war. Lieber Herr Scholbach, sonst sind Sie doch auch immer der Retter der Witwen und Waisen hier.
Das gilt aber offenkundig nicht, wenn man, und wir sind einfach zu dem Ergebnis gekommen, in diesem Fall beim Sport, der Meinung waren, dass hier ein gewisses Ungleichgewicht ist und unsere Forderung in dem, oder unser Vorschlag, der ja nun keine Mehrheit findet, das wissen wir, in dem Änderungsantrag war ja, dass diese 500.000 Euro eben in das Sachgebiet Sportförderung kommen sollen, zur Deckung notwendiger, aber bisher nicht finanziell untersetzter Maßnahmen. Sie haben am Anfang heute in der, ich glaube, es war in der Fragerunde oder auch schon mit Ihrem Eilantrag, 12.000 Euro für den Wegfall von der Mannheim-Reise der Sportförderung zur Verfügung gestellt. Wir hatten da das Gefühl, es sollte doch mehr sein, wenn hier offensichtlich der Mangel erkannt wird. Und das war nach langer Abwägung bei uns der Vorschlag, diese 500.000 in den breiteren Sport zu geben. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Dynamo nicht weiterhin unterstützen. Ich möchte mich auch an dieser Stelle sehr herzlich beim Vereinsvorstand auch bedanken bei der Arbeit, die dort geleistet wird. Wie gesagt, drücke weiterhin die Daumen, aber man kann am Ende bei der Verteilung der Gelder zu einer anderen Abwägung kommen. Das ist bei uns passiert. Wir wissen, dass wir jetzt damit keine Mehrheit haben. Mir war es wichtig, das doch noch mal einfach zu erläutern. Vielen Dank. Frau Provize, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Wehland, auch von meiner Seite noch mal ganz herzlichen Dank auch heute wieder für Ihren sehr konstruktiven Beitrag. Das zeichnet ja tatsächlich nach unserer Erfahrung auch Ihre Art und Weise der Kommunikation mit vielen Akteuren in der Stadtgesellschaft aus. Zu Wort gemeldet habe ich mich aber noch mal. Ich bin ein bisschen irritiert, dass der Kollege Haase heute hier auf den Scharfmacher gemacht hat, versucht wahrscheinlich vom Kollegen Zastrow zu lernen, aber mit dem Kollegen Zastrow ist es wenigstens unterhaltsam. Ich habe nicht nur den Eindruck, ich glaube, das müsste ja jeder festgestellt haben, also ich halte Ihnen zugute, Sie haben unseren Antrag wahrscheinlich gar nicht gelesen. Ich möchte Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass, wenn Sie ihn gelesen hätten, ihn nicht verstanden hätten. Also ich sage einfach mal, Sie haben ihn wahrscheinlich nicht gelesen und Sie haben Frau Sturm offensichtlich auch nicht zugehört, weil, also erpresserische Methoden, ich weiß nicht, welchen Antrag Sie gelesen haben. Wir haben hier nochmal deutlich gemacht, und das hatte Frau Sturm ausgeführt, auch nach ausführlichen Gesprächen, die der Herr Wehland mit der Fraktion, auch mit der Partei geführt hat, dass wir sehr deutlich, und wir haben uns lange und intensiv, auch in den vergangenen Jahren, wir haben ja über dieses Thema hier schon öfter gesprochen, mit dieser Thematik auseinandergesetzt, gesagt haben, natürlich gehört diese Thematik, insbesondere dieser Diskussionen um Gewaltvorkommnisse rund um die Spiele in Dresden und der schließe ich mich vollkommen der Frau Walter an der Stelle tatsächlich an. Das ist tatsächlich keine Mehrheit der Zuschauerinnen und Zuschauer oder der Vereinsmitglieder. Wenn allerdings Frau Walter von Professionalität spricht, dann spricht für sich, wenn sie von einer städtischen Immobilie spricht. Genau darum geht es doch hier. Natürlich ist es eine Vorlage, in der geht es um die Unterstützung für Dynamo Dresden. Wir zahlen ja nicht an die Projektgesellschaft Gelder, weil das so schön ist, da drüben ein leeres Stadion stehen zu haben, wo wir vielleicht mal irgendwie ein Kreuzchor auftreten lassen können, sondern damit Dynamo Dresden Unterstützung der Stadt Dresden bekommt, um diese Miete sich eben in diesem Stadion auch leisten zu können. Wir sagen aber eben sehr bewusst, nach einer wirklich sehr langen und intensiven Auseinandersetzung, es ist eben keine Bedingung, die an die Vergabe dieser Mittel geknüpft wird, sondern es ist genau eben das, was sie ja auch eingefordert hat, die Unterstützung der Gutwilligen und der vielen Gutwilligen. Und einer davon sitzt hier hinten und hat gerade hier vorne gestanden. Und das muss man wirklich auch nochmal sehr deutlich sagen und dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite, Herr Wehland. Sie sind immer sehr klar gewesen in dieser Frage und in Ihrer Positionierung auch öffentlich sehr klar gewesen, dass das im Umfeld, was im Umfeld dieser Spiele passiert, so nicht weitergehen kann und dass auch der Verein da in der Verantwortung steht. Und genau darum geht es, dass wir als Stadt sagen, nicht nur der Verein, sondern wir alle zusammen. Und deswegen sollte man an diese Unterstützung auch nochmal zusätzliche Mittel mit anhängen, damit die Projekte, die der Verein ja auch schon macht, auch nochmal zusätzlich und auch nachhaltig unterstützt werden können.
Und ansonsten möchte auch ich mich noch mal den Worten von Frau Sturm anschließen, auch tatsächlich auch noch mal das Bedauern ausdrücken, aber Ihnen auch sehr viel Erfolg für Ihre Zukunft wünschen, Herr Wehland. So, es gibt weitere Wortmeldungen. Zunächst Herr Lippmann, dann Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, der Sport in Dresden ist unterfinanziert, das möchte ich an der Stelle nochmal deutlich machen, mit Blick auf die Vereinslandschaft, in der wir uns bewegen. Wenn ich sage der Dresdner Sport, dann meine ich den von Dresdnern ausgeübten Sport. Und da rechne ich Dynamo Dresden mal großzügigerweise mit dazu. Wir haben kein Problem und finanzieren Sportevents in Dresden, die eigentlich besser aus der Wirtschaftsförderung zu finanzieren wären. Also Ski Cup oder auch für den Triathlon-Wettbewerb haben wir Geld im Haushalt, das ist kein Problem. Da kommen Sportler her nach Dresden, nutzen die Kulisse der Stadt. Dort ist auch sehr viel Geld im Spiel, ist alles Profisport. Und wir finanzieren großzügig Stationen. Bei Dynamo fangen wir jetzt an zu einem denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, den man sich vorstellen kann. Kurz vorm Aufstieg in die zweite Liga, da hat sich das Thema dann ohnehin gegessen im nächsten Jahr. Fangen wir jetzt an, wieder die Diskussion, auf die jetzt also die Vorredner ja schon alle eingegangen sind. Dynamo ist nebenbei gesagt auch Mitglied im Stadtsportbund, ist nicht eines der Größten, sondern das größte Mitglied im Dresdner Stadtsportbund und insoweit auch förderfähig, was den Nachwuchsbereich angeht. Stichwort Frauenfußball, ja, sehr wünschenswert. Ich hatte letzte Woche Gelegenheit, das Nachwuchsleistungszentrum mir anzugucken, dank einer persönlichen Führung von Herrn Knoll, war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Er hat mir allerdings auch deutlich gemacht, dass das Leistungszentrum ausgelastet ist, dass es am Anschlag ist und dass man eben nicht ohne weiteres eine Damenfußballmannschaft oder mehrere Mannschaften mit aufnehmen kann. Insofern hat er mir nochmal bestätigt, der Wille ist da, die Voraussetzungen müssen noch geschaffen werden. Und was für mich persönlich jetzt nochmal so ein bisschen ein Problem ist, wir regieren dort in Vereinsentscheidungen rein, in Vereinshoheit. Und das sollten wir grundsätzlich nicht tun, es sei denn, es ist in den Förderrichtlinien so verankert, dann ist es für alle nachlesbar und die Richtlinien sind hier im Rat beschlossen, das ist alles gut. Aber im Einzelfall dann Entscheidungen zu treffen und Bedingungen zu stellen, die in die Hoheit der Vereine hineingreifen, das sehe ich problematisch. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe in den 13 Jahren hier noch nie zu Dynamo gesprochen. Deswegen mache ich das heute, weil ich was erzählen will. Und natürlich reden wir bei der Vorlage über Dynamo und das, was die Außenwirkung von Dynamo für diese Stadt bedeutet, weil wir geben hier als Stadt Geld. Und das tun wir gern. Weil auch ich bin Dynamo-Fan, übrigens schon seit 40 Jahren. Ich gehe da selten hin, aber es ist so. Seit 40 Jahren, genau. Ich war bei AS Rom, ne, und ich brauche das alles nie erzählen. Was will ich eigentlich erzählen? Es ist doch logisch, wenn wir über Zuschüsse sprechen, dass wir über die Außenwirkung von Dynamo reden. Und ich habe zufällig, wirklich zufällig, ich wusste nicht, was mir passiert an diesem Tag, den Fanzug von Dresden Richtung Bayreuth bis Chemnitz begleiten dürfen, weil ich nach Chemnitz gefahren bin. Und ich erzähle einfach mal kurz, was die Außenwirkung für mich als zufällig Hineinkommender in diesen Zug bedeutet hat. Das hat bedeutet, dass nach 10 Minuten die ersten Fans anfingen, die Bierflaschen zu öffnen. Nach gefühlt 12 Minuten gingen die sogenannten Fans, was eindeutig Nazis waren, durch den Zug und klebten mit Aufklebern von Dynamo sämtliche Sicherheitskameras ab. Warum haben sie das getan? Weil sie danach durch den Zug gingen und alle aufforderten, jetzt mal ordentlich Bambule zu machen, damit der Zug möglichst angehalten wird. Danach gingen sie auf Toilette, zunächst noch im nüchternen Zustand. Das war dann relativ schnell vorbei, nach einer Viertelstunde. Und dann wurde diese Toilette im Zug massiv demoliert, sodass sie geschlossen werden musste. Und da waren wir noch nicht in Chemnitz. Und da waren sozusagen Dynamo-Fans drin. Ich erkläre das genau. Ich erkläre, warum wir als Grüne darüber diskutieren, weil es eben nicht so ist, dass man sagen kann, man redet nur über Geld und der Rest ist egal. Wir haben hier eine Verantwortung als Stadtgesellschaft, dazu komme ich noch. So, und dieser Zug in Chemnitz
Da stieg ich dann aus, zum Glück, denn da stiegen unterwegs auch noch andere ein, zum Beispiel Leute mit Migrationshintergrund. Da stiegen Mädel ein mit einer Regenbogen-Stirnband hier. Da kann man ja sagen, na gut, warum macht sie das? Aber sie wollte einfach nach Chemnitz fahren. Dieses Mädel ist dort mit ausgestiegen, weil sie Angst hatte, dort mit diesem Zug weiterzufahren. Und Frau Walter, das ist genau der Punkt. Wir alle, die dort im Stadion stehen und friedlich sind, wollen nicht, dass dort irgendwas eskaliert. Genau. Dieses Mädel wollte das auch nicht. Aber niemand von den Fans, die dort mitgefahren ist, hat diesen Leuten, die dort Bambule gemacht ist, auch nur einmal gesagt, stopp. Niemand hat das gemacht. Niemand. Da sind zwei Zugbegleiter mal durchgekommen. Wir haben dann versucht, uns so ein bisschen zu organisieren, damit wir dort rauskommen, ohne dass es Ärger gibt. Das war die Situation. Warum erzähle ich das? Weil genau diese Haltung zu sagen, wir wollen, dass es friedlich ist. Das wollen wir alle, die dort stehen. Und genau das hat aus meiner Sicht, können Sie mir widersprechen, dazu geführt, dass Dresden in den 90er Jahren am 13. Februar zu einem massiven Aufmarschort geworden ist von Neonazis, von Rechtsextremen. Nein, weil diese Stadtgesellschaft immer sagt, wir sind friedlich und der Rest hat damit nichts zu tun. Herr Genschmar, ich komme gleich noch zu Ihnen. Und diese Haltung ist es, weil in Leipzig zum Beispiel, dort ist die Situation im Stadion anders. Und wofür ich nur werben will, ist, dass wir alle, wenn wir im Stadion sind oder mal in so einen Fanzug reingeraten und Sie wissen, wie es in Bayreuth weiterging, dort haben sie denen die Toilettenanlagen danach demoliert, völlig sinnlos. Das ist sozusagen das Bild, was wir von Dynamo Dresden erzeugen in Bayreuth. Die Leute waren fassungslos, ehemalige Dresdner, die dort zum Spiel waren. Sie konnten das lesen vielleicht, wie die das fanden. So, und das ist der Punkt, wenn wir als Stadtgesellschaft glauben, dass es unpolitisch ist, nur zu sagen, wir wollen dort, dass nichts passiert, dann wird das noch nicht sein. Und deswegen ist es genau richtig. Und ich bin Herrn Wählend ja natürlich dankbar, dass er genau die Themen so aufgreift, so entschieden. Und da gerne schon mal, jetzt sage ich Ihnen, wenn Sie hier eine Runde ausgeben, dann sage ich, wenn Sie im Fanblock stehen, im K-Block mit Rassismus ist kein Fangesang, dann gebe ich hier eine Runde aus. Und am Sonnabend bin ich übrigens bei Herrn Wählend eingeladen, sehr freundlicherweise, werden wir über genau diese Themen sprechen. So, und jetzt wollte ich Ihnen mal erklären, warum die schlimmen Grünen dieses Thema hier irgendwie immer wieder aufgreifen. Vielen Dank. So, meine Damen, meine Herren, damit ist erstmal die Rednerliste abgearbeitet und damit könnten wir zur Abstimmung schreiten. Wir bitten um punktweise Abstimmung bei dem SPD-Antrag. Und was ist punktweise? Viertens und fünftens oder A, B, C, D, E und 4 und 5? Gut. So, dann kommen wir zunächst erstmal zu dem Änderungsantrag der Grünen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 53 Nein-Stimmen, bei keiner Enthaltung, ist damit abgelehnt. So, jetzt war beantragt, den Punkt der SPD punktweise zu behandeln. Also zunächst stelle ich den Änderungsantrag im Punkt 4 zur Abstimmung. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Sechs Ja-Stimmen, 59 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, hat keine Mehrheit gefunden. Und der Punkt 5. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Neunzehn Ja, 47 Nein, keine Enthaltung. Wird damit auch abgelehnt. Damit kommen wir zum unveränderten federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
51 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, 12 Enthaltungen, damit so beschlossen. Geschäftsordnungsantrag, Herr Dr. Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Oberbürgermeister, die Uhr tickt weiter, gleich haben wir noch Clubkultur. Wir haben 5 kleine Sachen, die umstritten sind und ganz schnell gehen. Die Umbesetzung Stadtbezirksbeiräte 14 bis 19. Ich beantrage, dass wir die eben schnell mal in 2,5 Minuten vorziehen. Also, es ist beantragt, schnell mal 14 bis 19 einmal vorzuziehen. Wer dem folgen möchte und etwas fürs gute Gewissen tun möchte, dass die Tagesordnung etwas entschlackt ist, der ist jetzt an der Reihe. (lacht) 64 Ja-Stimmen, keine Nein, eine Enthaltung, damit so bestätigt. Das heißt,